Gedankenimpuls, stille Revolution oder doch eher die laute Revolution? Nur ein neues Bewusstsein kann und wird diese Welt effektiv wieder zu dem machen, was diese Welt in ihrem Ursprung einmal war. So auch die Menschen. Der Mensch ist gemacht. Die Wirklichkeit ist eine andere, wie sie es dem Anschein nach macht. Deine Sicht auf diese Wirklichkeit bedingt dein Bewusstsein. Hast du ein niedriges Bewusstsein, wirst du diese Welt mit anderen Augen sehen, wie jemand, der ein höheres Bewusstsein hat. Eine stille Revolution ist die Rückkehr zu deinen wahren Wurzeln, das Leben deines echten Seins. Aber dies bedingt dein Werden. Dafür musst du dich heilen, seelenheil, deine Heilung aus deinem tiefsten Inneren heraus. Dies bedarf Mut und ein hohes Maß an Achtsamkeit und Selbstreflexion. Und er darf sich nicht erschrecken für das, was er sieht, denn manches fiel mir auch nicht leicht, mir selbst einzugestehen, was für Wesensanteile ich in mir trage und wie ich denn bin. Denn wenngleich mich viele Menschen, glaube ich, als sehr liebevoll sehen, ich bin noch nicht hundertprozentig das, was viele vielleicht jetzt schon in mir sehen. Aber es gab Zeiten, da war ich echt eine Drecksau. Kann ich das so sagen? Ja, ja. Ich war gehässig, ich war laut, ich war impulsiv, ich war voller Wut, ich war voller Hass, ich war nicht das, was ich heute bin. Selbst meine Stimme war eine andere. Ich kriege viele Komplimente wegen meiner Stimme. Selbst an meiner Stimme hast du erkannt, was ich bin. Sei es in ihrem Klang, sei es in ihrer Energie, was sie ausstrahlt. Ich bin dankbar darum, dass ich diese Transformation bisher gehen konnte, wie ich sie gegangen bin. Eine laute Revolution kann und wird nur dann Sinn machen, wenn diese laute Revolution von Menschen angeführt wird. Von Menschen, die in sich ruhend das sind und leben, was sie wirklich sind. Und Menschen, die auch diese Wirklichkeit so sehen, wie sie ist. Also eine Welt, die nicht nur dem Anschein nach so ist, sondern eine Welt, die wirklich ist, wie sie ist. Ja. Und ich kann diese Welt mittlerweile annehmen. Ich kann auch das momentane Regierungskonstrukt, so wie wir es haben, akzeptiere ich. Ich richte nicht über Politiker. Ja. Weil ich weiß, warum die Politiker so sind und wer sie denn anleiert, steuert, Strippen zieht, ja. Viele Menschen durchlaufen Programme, die Menschen zu dem machen, was sie sind, was sie leben. Und es gibt Programme, die stehen jenseits zwischen Gut und Böse. Und es ist kein Geheimnis, aber es wird geschwiegen darüber, über diese Programme. Programme, die deinen Willen brechen, Programme, die dich daran hindern, der Mensch zu werden, der du wirklich bist. Und viele von diesen Hardcore-Programmen sitzen nicht nur in unserer Regierung hierzulande, sondern auch überall. Das heißt, wenn jetzt ein Putsch gestartet werden würde von Menschen, die es vielleicht dem Anschein nach gut meinen, die aber letzten Endes noch zu sehr an ihrem Ego hängen und die all ihre Wut und ihren Hass noch nicht transformiert haben,
Diese Menschen werden auch früher oder lang zurückfallen, sich erpressbar machen lassen, sich gefügig machen lassen. Der Mammon wird sehr wahrscheinlich dann auch ihnen wieder zuteil werden. Ihre Gier nach Geld, nach Macht, nach, also ihre eigene Selbstsucht wird sie dann wieder einholen, was sie vielleicht im gegenwärtigen Moment ihres Tuns vielleicht noch nicht so übermannt hat. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus möchte, ein transformierter Mensch, der wirklich lebt, was er ist, der aus dem Herzen heraus handelt, spricht und seine Entscheidungen wirklich trifft. Ein Mensch, der weiß wirklich, wer er ist. Der lässt sich nicht mehr steuern. Dieser Mensch wird höchstwahrscheinlich auch eher für das sterben, was er wirklich ist, anstatt dass er sich noch einmal in die Hände derer begeben wird, die diese Welt momentan führen. Dieser Wandel ist jetzt gerade da. Ja, der Wandel Mensch. Raus aus der Gier, raus aus dem Hass, raus aus der Wut, raus aus dem Egoismus, rein in den Zusammenhalt, in Gemeinschaft. Ein schönes Miteinander. Eine Welt ohne Spaltung, eine Welt, die wirklich das Menschsein im Vordergrund hat. Eine Welt, in der es keine Kriege mehr gibt, weil eine Welt mit Liebe, ein Mensch in der Liebe, steuert keinen Krieg. Ja. Machtgedanken sind förmlich wie weggeblasen. Kinder, die sich frei entwickeln können. Menschen, die keine Angst mehr haben müssen. Menschen, die nicht mehr krank werden. Ja. Weil vieles wegfällt, was sie krank gemacht hat. Weil ein in sich ruhender Mensch, ein transformierter Mensch, erkennt auch, was ihn krank gemacht hat. Er erkennt die Wirklichkeit aufgrund seines Bewusstseins, was sich nach und nach anhebt. Jegliche Form von Gift schränkt das Bewusstsein nämlich ein, neben den zahlreichen anderen Programmen. Deshalb bin ich für eine stille Revolution. Sie ist nachhaltig, sie ist effektiv. Sie holt das Beste aus dem Menschen hervor, das, was der Mensch wirklich ist. Deshalb bin ich für eine stille Revolution. Auf welchen der Mensch auch seine wahre Bestimmung irgendwann erkennen wird. Weil auf diesem Weg auch seine wahren Fähigkeiten sich herauskristallisieren. Weil der Mensch aufhört zu funktionieren. Der Mensch lebt nicht mehr aus seinen Programmen heraus, sondern er lebt, was er ist. Und deshalb bin ich für eine stille Revolution. Menschen, die in ihrem kleinen Umkreis als Vorbild sozusagen fungieren, und Menschen werden es ihnen automatisch gleich tun. Nicht nur Kinder, die daraus handeln, agieren, ja, weil das Unterbewusstsein das aufnimmt. Nur ein neues Bewusstsein wird diese Welt zu dem machen, was sie wirklich ist. Nicht das, was wir momentan haben.